Ob Mais, Kartoffel oder Salat, der Drahtwurm ist für viele heimische Nutzpflanzen ein großer Schädling. Er ist die Larve des Schnellkäfers und sorgt zum Teil für erhebliche Ernteausfälle. Am Forschungsbauernhof der Uni Innsbruck in Imst wollen Zoologen das Problem Drahtwurm in den Griff bekommen. Sie tun das nicht mit Chemie, sondern biologisch. Dieser Feldversuch ist auf 3 Jahre angelegt. Und das sieht so aus, dass wir jetzt im ersten Jahr angefangen haben mit Mais. In weiterer Folge wird dann im nächsten Jahr Getreide angebaut und im dritten Jahr werden dann die Kartoffeln angebaut. Und über diese 3 Jahre hinweg haben wir verschiedene Versuchsvarianten. Eben, wir arbeiten mit Lockpflanzen und mit einem entomopathogenen Pilz, um die Drahtwürmer zu töten und auch von den Kulturpflanzen wegzulocken. Die Lockpflanzen sollen für den Drahtwurm besser schmecken als die eigentlichen Kulturpflanzen. Die Zoologen arbeiten jetzt in der Experimentphase mit 7 verschiedenen. Das Konzept hinter der Lockpflanze ist, dass die Pflanzen attraktiver für den Drahtwurm sind als die Kulturpflanze, als eben zum Beispiel der Mais oder auch die Kartoffel. Und deswegen den Drahtwurm von der Kulturpflanze weglocken in diese Zwischenreihe, wo dann die Lockpflanzen wachsen. Eigentlich wird dann der Drahtwurm angelockt von Wurzeln, also von den Ausscheidungen von Wurzeln, von CO2 einerseits, aber auch von anderen Pflanzenstoffen durch andere Metaboliten, die von der Pflanze ausgeschieden werden. Das Fressverhalten der Drahtwürmer wird engmaschig kontrolliert. Das Feld ist in Parzellen aufgeteilt. Alle 2 Wochen werden pro Parzelle 8 Proben gestochen. Über das Jahr hinweg bevorzugen Drahtwürmer unterschiedliche Lockpflanzen. Neben Buchweizen, Erbsen, Ackerbohnen oder Weizen arbeiten die Wissenschaftler auch mit Wicken, Weidelgras und Rotklee. Durch Aussieben können die Schädlinge in den Erdproben gefunden werden. Für weitere Untersuchungen werden sie in Probenbehälter gelegt, konserviert und dann ins Labor gebracht. Ziel ist es, den Magen-Darm-Inhalt der Drahtwürmer genetisch zu untersuchen. Entsprechend werden die Proben aufbereitet. Um nachvollziehen zu können, was die einzelnen Insekten verspeist haben, helfen PCR-Tests. Mit ihrer Hilfe können die Wissenschaftler die DNA einzelner Nahrungsbestandteile sichtbar machen. Wenn es zur Analyse kommt, wird die DNA extrahiert und anschließend wird mit spezifischen Primern gearbeitet, die eben an diese DNA, an diese Pflanzen-DNA spezifisch andocken, um dann feststellen zu können, von den Pflanzen, die wir eingebracht haben, wie viel wurde da jetzt gefressen oder welche wurden gefressen. Um dann in weiterer Folge auch die Lockpflanzen nochmal zu optimieren und vielleicht auch von diesen 7, die jetzt verwendet werden, zu reduzieren auf wirklich die Pflanzen, die vom Drahtwurm präferiert werden. Untersucht wird, ob das Weglocken der Larven allein als Schutz für Kartoffel und Co. ausreicht. Ein weiterer Ansatz ist das zusätzliche Abtöten der Drahtwürmer mit Hilfe von Pilzen. Um die Lockpflanzen herum wurden Pilzsporen ausgebracht. Die Larve wird durch den direkten Kontakt infiziert und der Bestand reduziert. Der Pilz ist ein insektenpathogener Pilz, Metaritium bruneum, der natürlich im Boden vorkommt, allerdings in einer relativ geringen Dichte. Den Pilzstamm, den wir verwenden, der ist hier in Innsbruck isoliert worden. Das ist ein Stamm, der sich sehr virulent gegen die hier vorkommende Drahtwurmart gezeigt hat. Sobald eine Spore an diesen Drahtwurm anhaftet, kann der Pilz oder die Pilzspore eindringen in den Drahtwurm und befällt diesen dann und tötet ihn ab. Und bestenfalls dauert das Ganze 2 bis 3 Wochen bei eben optimalen Bedingungen. Am Rand des Versuchsfelds läuft noch ein weiteres Experiment. In spezielle Kästen wurden Schnellkäfer gesetzt, um deren Verhalten bei der Eiablage zu untersuchen. Wir wollen uns anschauen, ob diese Schnellkäfer für die Eiablage auch durch Pflanzen steuerbar sind, beziehungsweise bestimmte Pflanzen mehr ansteuern, um ihre Eier dort abzulegen. Und dazu haben wir einen Semi-Field-Trial angelegt, bei dem wir in diesen Käfigen extra Schnellkäferweibchen reingegeben haben und uns dann im Herbst anschauen wollen, ob die Eier von diesen zusätzlich dazugegebenen Schnellkäfern hauptsächlich in der Maisreihe abgelegt werden oder in der Lockpflanzenreihe oder dann, ob diese Schnellkäfer wirklich aktiv aus dem Feld rauswandern und ihre Eier ins angrenzende Grünland sogar ablegen. Viele weitere Einflussfaktoren, wie etwa der Nährstoffgehalt der Pflanzen, werden berücksichtigt, um den Drahtwurm auf den landwirtschaftlichen Flächen innerhalb von 3 Jahren einzudämmen.
So könnte etwa die besonders befallene Kartoffel auf Platz 3 in der Fruchtfolge geschützt und große Ernteverluste vermieden werden.